Was mache ich hier eigentlich? Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, glaube ich, trashigsten Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, das Ganze hat einen Mehrwert für euch, aber wir finden heute endlich, oh nein, meine perfekte Foundation-Farbe. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ich habe vor mir nämlich 40, 50, 60 Foundations. Und ich vermute, und ihr vermutet, dass keine einzige davon passt. Und ich bin es leid, keine Foundation zu haben, die passt. Und wir werden heute den ultimativen Test machen. Wir testen alle Foundations hier aus, ob sie passen. Ihr könnt in den Kommentaren raten, wie viele davon passen. Ich blende euch hier ein, wie viele es am Ende wirklich waren. Und ihr könnt jetzt am Anfang schätzen, wie viele davon passen oder nicht. Ich vermute, es sind vielleicht 5, die genau passen, vielleicht aber auch keine. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Irgendwie habe ich mir die ganze Zeit überlegt, macht es Sinn, dieses Video? Aber es macht Sinn, weil wir wollen alle gutes Make-up haben. Und auch ich. Und ich weiß, dass hier ganz, 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 ganz viele Farben drin sein werden, wo ich mir so denke, Schätzelein, was hast du denn damit gemacht? Und wir werden swatchen. Ich werde gleich mein T-Shirt ausziehen, damit wir ein bisschen mehr Fläche haben. Und wir werden alle Foundations im Gesicht und auf meiner Brust und an meinem Hals swatchen und gucken, dass wir ein bestimmtes Color Match irgendwie hinkriegen. Inspiriert ist das ganze Video von James Charles. Der hat das Ganze auch schon mal gemacht. Ich kam aber darauf, weil ich von T-Spill oder so das Video gesehen habe. James Charles trying to find his foundation for 37 Minuten straight oder so. Ich hoffe, dass das Ganze hier nicht so lange dauert. Ich schätze schon. Ich habe meine Küchenrolle hier mit den kleinen Gespenstern von Lidl. Und wir swatchen einfach jetzt hier Foundations, Freunde. Weil ihr seht es gleich, meine Brust hat eine komplett andere Farbe als mein Gesicht. Und das ist für mich ein bisschen schwierig, eine richtige Farbe rauszufinden. Vor allen Dingen, wenn ich sie in der Drogerie kaufe, wo das Licht schwierig ist. Oder wenn ich im Internet bestelle, was ich meistens tue. Oder wenn ich Foundations in PR bekomme, ist das immer ein bisschen schwierig für mich. Und ich will ja dann auch nicht alle öffnen und dann öffne ich 2 und dann passen 2 nicht und dann habe ich noch 36 Flaschen, die ich aber auch nicht noch durchmachen möchte, weil ich sie lieber verschenke. Hi, Happy New Year. Ihr seht, ich sehe ein bisschen fertig aus. Ich war gerade beim Friseur. Es wird Zeit, uns zu entkleiden. Ich hoffe, dass dieses Video nicht demonetarisiert wird, weil zu viel Haut, aber was soll's. Ihr könnt sehen, dass mein Gesicht ist ein bisschen rot, aber meine Brust ist vor allen Dingen immer ein bisschen rot. Ich swatche meine Foundations meistens hier, in dem Bereich zwischen Kotelette und Ohr, weil da habe ich keine Rötung, da habe ich meistens nichts, was problematisch ist. Wir haben verschiedene Farben und wir swatchen jetzt einfach alles durch. Ich fange an mit der Fenty Beauty Foundation Hydrating in 190. Ich fange im Gesicht an, glaube ich. Ihr dürft nicht vergessen, einige Foundations oxidieren. Die ist jetzt ein bisschen hell, aber sie oxidiert. Wir lassen das Ganze antrocknen und schauen. Ich werde am Ende eh durcheinander kommen. Holt euch einen Kaffee in der Zwischenzeit, während ich hier die nächsten 10 Foundations aufmache. Die Zoe war Authentic Skin Foundation. Ist ein bisschen zu oliv, glaube ich. Das ist die 170W Fearless. Oh, das war ein bisschen viel. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendeine Foundation seht, wo ihr sagt, dass sie perfekt ist, weil ich bin so ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Und wenn ich sie jetzt im Gesicht swatche, ist sie so ein bisschen warm. Hier sieht sie aber viel zu grün aus. Dann habe ich hier die neue Shiseido Foundation, Synchro Skin Foundation, die viel zu hell ist. Wobei sie so, es ist so krass, ne? Die sehen alle, hier sieht es gut aus im Vergleich zur Schulter, aber zum Vergleich zur Brust, es ist total schwierig. Ich beweise euch mit diesem Video, dass es für mich nahezu unmöglich ist, die perfekte Foundation-Farbe zu finden. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwie die richtige Foundation schon habt. Fenty Beauty hat die normale Pro Filter in 190. Also es sollte eigentlich die gleiche Farbe sein wie die andere. Das war diese hier, deswegen setze ich die jetzt mal hier hin. Und ihr könnt sehen, die Farbe ist ganz anders als die. Die normale ist viel, 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 viel gelber als die Hydrating Foundation.
Und irgendwie sehen trotzdem alle viel zu hell aus, oder? Wir nehmen jetzt mal eine dunkle. Und da habe ich hier von Burberry eine Foundation, die ich bei TK Maxx gekauft habe, in der Farbe 38, Warm Honey. Ich bin alles, aber kein Warm Honey. Und das beweise ich euch jetzt. Das ist schon fast ein Skandal, diese Farbe. Also, seht ihr diese Farbrange, was ich alles zu Hause habe, an verschiedenen Farben. Auf der Brust aber ist es wieder nicht ganz so schlimm. Die Make-Up Revolution Conceal and Hydrate, das ist die Foundation, wo die meisten von euch gesagt haben, die ist Color Match 10 von 10. Achtung! Boom! Perfekt! Diese Farbe ist perfekt. Hier ist sie gut. Und hier ist sie gut. Die F8 von der Make-Up Revolution Foundation. Dann habe ich hier von Rival de Loop. Rival de Loop geht übrigens aus dem Sortiment. Also Rival de Loop Young. Dafür kommt eine andere Marke, aber von mir habt ihr das nicht. Natural Lift Make-Up. Was mache ich hier eigentlich? Was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Das war die Foundation, die so ein bisschen nach Kalk aussah. Also die ist so ein bisschen farblos. Die ist so ein bisschen wie eine graue Wandfarbe. Übrigens, am Ende sortiere ich natürlich auch gleich aus. Ihr wisst, ich ziehe um. Ich muss ein bisschen Foundations aussortieren, weil einfach mittlerweile hier so viele Sachen drin sind, die farblich auch einfach gar nicht passen. Deswegen sortiere ich gleich alles aus, wie beispielsweise diese Burberry Foundation. Die funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Bei ein paar weiß ich, dass die Freunde von mir passen, die ein bisschen dunkler sind als ich oder ein bisschen heller sind. Also ich werfe nichts unbegründet weg. Dann haben wir hier die Make-Up Revolution Conceal and Define Foundation in der F5. Ihr wisst, die F8 hat gepasst. Die F5 ginge auch, oder? So, je nachdem, wie das Licht ist. Hier sieht sie wieder gut aus. Also ein bisschen hell. Auch hell. Dann haben wir hier die Gisela Mood Caviar Foundation. Davon gibt es auch nur eine Farbe. Es kommt mit diesem Spatel. Die hat auch so eine... Am Hals sieht die perfekt aus. Aber im Gesicht... Oh nein, es hat getropft. Oh nein. Hier sieht die richtig, richtig schön aus. Aber hier ist sie so ein bisschen... Dann habe ich eine Foundation von Maybelline. Und Freunde, auch das hier ist ein Skandal. Das ist die Farbe 128 Warm Nude. Achtung, haltet euch fest, setzt euch hin. Hä? Die Foundation ist so gelb, es sieht jetzt aber nur auf diesem einen Fleck okay aus. Ich mach mal das Licht ein bisschen runter, Freunde. So, und ich glaube, ich lasse es jetzt so, dass ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Also jetzt auf so einem Teil sieht die okay aus, aber wenn ich sie im gesamten Gesicht drauf habe, Freunde, die Farbe geht einfach gar nicht. Das ist viel zu gelb. Es ist ähnlich wie das hier und ihr könnt auch sehen, dass das Ganze jetzt hier so ein bisschen oxidiert. Und jetzt passt die... Ne, es passt auch nicht. Ich habe hier eine Max Factor Foundation. Healthy Skin Harmony. Sehr, sehr gute Foundation. Aber auch hier weiß ich nicht, warum ich diese Farbe habe. Weiß. Deckweiß. Wobei, hier geht's wieder. Das ist... Seht ihr mein Problem, was ich habe? Im Gesicht könnte es zu hell sein oder zu dunkel. Am Hals ist es okay, auf der Brust sieht es wunderbar aus. Es ist faktisch für mich als Chamäleon-Mensch, also ne, ich habe ja mehrere Hautfarben in meinem Gesicht, ihr seht es, nicht möglich. Hello Happy. Viel zu hell, viel zu hell. So, das ist die 3. Ich bin, glaube ich, eine 5. Am Hals sieht es aber, ne, auch nicht. Dior 1N. 1. Das. Aber hier, seht ihr? Da sieht es wieder okay aus. 1N. 1N. Ich war dann so schlau und habe mir noch die 2WP gekauft. Die swatche ich mal daneben. Und die ist zwar auch noch hell, aber ist vom Unterton her ein bisschen besser. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Unterton hat Maxim Jaromo? Weil scheinbar
weiß er selber nicht. Wir machen weiter. Einen weiteren Skandal ist die Hardcover Glow Foundation Super Foundation. Ich habe die in zwei Farben. Einmal in der Farbe 06. Also, ne? Das ist skandalös. Das ist skandalös. Im Vergleich dazu die 4. Also, ich bin nicht doof. Ich bin wirklich nicht doof. Aber wenn ich sehe, dass die 6 so aussieht und ich euch jetzt daneben die 4 swatche. Freunde, 6, 4. Was ist dazwischen? Gibt's dann Dezimalzahlen? 4,1 bis 10? Shade Range? Sehr, sehr schöne Foundations. Ich mische die beiden meistens so, dass es für mich passt. Das Problem ist, dass in dieser dunklen Farbe, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt in dem Licht, es sehr, 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 sehr grün ist. Und das Grün kommt dann durch. Anastasia Foundation. Die Foundation, Luminous Foundation in der Farbe 250C. Cool. Auch hier denke ich mir, was hast du dir dabei gedacht? Warum muss so ein Video entstehen, dass ich mich damit auseinandersetze mit meiner Problematik des Foundation-Swatchens? Achtung! Da sieht sie perfekt aus. Aber hier sieht... Gibt es eine Foundation, die passt? Haltet mal das Video bitte jetzt kurz an. Schaut mich an. Und schreibt mir in die Kommentare, welche Foundation passt. Welche? Dann habe ich hier die Veroni Foundation in der Farbe 03. Ich habe jetzt keinen Platz mehr im Gesicht, glaube ich. Das ist wie so Farbe, so Wandfarbe. Das ist auch keine Farbe, das ist ein Zustand. Estee Lauder Double Wear, die ist leer jetzt endlich. Warum ist sie eigentlich noch hier drin? Oh, Freunde, wir haben vielleicht ein Color Match. Vielleicht. Die Maybelline Dream Satin Liquid Foundation in der Farbe Fawn, 40 Fawn. Tolle Foundation. Ich liebe, liebe, liebe diese Foundation. Mm. Ja. Das ist meine Farbe. Das ist meine Farbe. Maybelline. Sieht schön aus. Guck mal, das sieht aus wie meine Haut. Die deckt gut ab. Die ist top. Die darf bleiben. Dann habe ich sämtliche Farben von der Catrice HD Liquid Radiance. Von 01 bis 06 habe ich alles. Ich swatche sie jetzt nicht, weil... Also ich glaube, ihr könnt sehen, dass... Die sind ein bisschen hell. Die gehen jetzt aus dem Sortiment, habe ich gehört. Ich muss das aber nochmal klären, weil das geht nicht. Das ist nicht möglich. Dann habe ich hier die Armani... Luminous Silk Foundation, auch die Farbe passt nicht, finde ich. Wahrscheinlich passt sie jetzt, wenn ich hier halb nackt vor 50.000 Menschen stehe. Hier ist sie, die ist viel zu dunkel und die oxidiert. Und ich mag sie nicht so gerne auf meiner Haut. So sieht sie jetzt aber wieder gut aus. Und hier sieht es auch gut aus. Aber im Gesicht ist sie viel zu dunkel und zu gelb. Freunde, wir haben noch ein paar. Seid ihr noch da? Judith Williams Anti-Aging Foundation. Diese Foundation, es gab sie nur in einer Farbe und die hat, glaube ich, gepasst. Die passt sich so ein bisschen an. Sieht jetzt ein bisschen hell aus, aber wenn man sie im gesamten Gesicht aufträgt, passt sie gut. Aber so ist sie jetzt auch sehr hell, finde ich. Dann etwas, wo ich nicht weiß, warum ich das habe. Das ist von Tom Ford. Tinted Moisturizer. Freunde, habt ihr mich in den letzten 3 Jahren YouTube einmal mit Tinted Moisturizer gesehen? Das ist die Farbe 03. Aber ihr seht, es ist weiß. Ich trage kein Tinted Moisturizer. Das Ding hat, glaube ich, 70 Euro gekostet. Yves Rocher Foundation. Die hatte auch ein Shade Color Match von 10 von 10, glaube ich. Das ist die Farbe Beige 200. Schaut euch das an. Das ist eine schöne Farbe. Dann meine absolute Favorite Foundation aus der Drogerie ist die L'Oreal Infallible Foundation in der Farbe Vanilla 120. Die ist ein bisschen hell, die oxidiert aber auch ein Stück und dann passt sie sehr, sehr gut. Und ihr wisst ja, ich gehe ja... Also, sie passt eigentlich gar nicht, oder?
War eine Foundation in den letzten 10 Minuten dabei, die gepasst hat? Außer die Yves Rocher Foundation? Dann haben wir hier die Wet n Wild Photo Focus Foundation in der Farbe Classic Beige. Achtung, festhalten. Sieht jetzt gut aus, trocknet gleich an und ist orange. Also ist literally orange. Vielleicht könnt ihr es hier schon am Hals sehen. Ich gucke mal, dass ich euch den Weißabgleich am Ende so hinkriege, dass ihr es wirklich erkennen könnt. Und jetzt eine Foundation, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Die zeige ich euch demnächst. Ich glaube, in der nächsten Woche ist sie mit drin im Video. Ist die L'Oreal Infallible 24 Stunden Matte Cover Foundation. Die sieht jetzt gleich, wenn ich sie mit einem Schwamm auftrage, sonst immer perfekt aus. Wirklich perfekt. Sie sieht aus, als hätte ich keine Foundation im Gesicht. Super natürlich. Aber ihr geht 5 Minuten mit dieser Foundation in sauerstoffreiche Umgebung. Außerhalb eures Schminkzimmers. Und dieses Ding dunkelt. Ungelogen. 5 Nuancen nach. Mindestens. Wartet drauf. Es dunkelt gleich nach. Vielleicht könnt ihr es sehen. It Cosmetics CC Cream. In der Farbe Medium. Sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die sieht wirklich, wirklich gut aus. Ich swatch euch hier noch eine. Das ist die NYX Born to Glow Foundation. Die Farbe 07 ist maximal Simpson. Es sieht jetzt immer so auf diesen Swatches, finde ich, halbwegs okay aus. Aber lasst mal diese Foundation im kompletten Gesicht und dann oxidieren. Und danach seht ihr aus wie ein Schlumpf. Dann habe ich hier noch ein Foundation. Den habe ich auch ewig nicht mehr getragen. Von Milk Makeup in der Farbe Sand. Ich glaube, dass die Farbe ganz gut gepasst hat. Aber wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Okay, wow. Das könnte die beste sein. So, ihr seht es ja gar nicht hier. Sieht schon gut aus, ne? Freunde, ich habe hier noch so ein paar. Das ist die Born to Glow in der 4. Wenn ich jetzt wüsste, wo die 3 war. Ich glaube, da war die 3. Jetzt swatche ich mal die 4 hier hin. Sieht besser aus, ne? Also sie ist immer noch hell. Aber schaut mal, hier ist sie viel heller als hier. Und da ist sie wieder viel zu dunkel. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben das Problem verstanden. Und ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt und euch nicht mehr so, ich sag's Wort selten, aber getriggert fühlt, wenn ich die falsche Foundation-Farbe habe. Weil ihr seht, es ist offensichtlich für mich nicht sehr, sehr einfach, die perfekte Foundation-Farbe zu finden. Ihr könnt gerne eure Methoden in die Kommentare schreiben und mir schreiben, welche Foundation eurer Meinung nach am besten aussieht. Ich drehe das Video heute, wenn es auch gleich online kommt, heute ist Freitag. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche gepasst hat und welche gar nicht gepasst hat, wo ich vielleicht gedacht habe, dass sie passt. Und erst danach sortiere ich aus. Also ich bin mit diesem Video, damit das Ganze einen kleinen Mehrwert hat für euch und für mich und für die gesamte Welt. Eigentlich müssten wir jetzt nochmal alle Foundations miteinander mischen, oder? Aber wenn ihr das sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das mal in einem anderen Video, wo ich alle Foundations, die ich besitze, miteinander mische. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich vermute nicht, weil was habe ich getan, außer mich ausgezogen und hier Foundations auf meinem Körper geswatcht. Aber Freunde, wir müssen es schaffen, eine Foundation für mich zu finden. Ich komme gerne vorbei, lasst uns gemeinsam als Community, als Gemeinschaft, als du und ich die richtige Foundation-Farbe finden. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.